Hallo und herzlich willkommen an Tag 3 der MAMCD 2023. Wir haben Tag 3 kurz vor der Eröffnung, das heißt einer der ersten Talks auf diesem tollen Event. Der kommende Talk ist eine Einführung in die Kapitalismus-Schwurbelkritik. Bitte begrüßt mit einem ganz großen Applaus für Der Staat ist keine schwäbische Hausfrau, Kazatzi. Ja, danke. Ich liebe es, meine Talks mit einem kleinen Disclaimer zu starten, damit man so ein bisschen was das einordnen kann. Ich versuche neutral irgendwelche Ideen rüberzubringen und kritisch zu kommentieren. Ich werde immer wieder bei meinen geld-relateden Talks ein bisschen was gefragt, ob ich nicht mal einen Kapitalismuskritik-Talk bringen kann. Nein, ist das hier leider jetzt auch nicht. Es ist eher ein Kapitalismus-Schwurbel-Kritik-Talk, so ein bisschen was die Argumentation im Rahmen der Kapitalismus-Theorien sozusagen, ein bisschen was gerade dazu biegen, was da so uns erzählt wird, aber nicht den Rahmen zu verlassen. Da sind andere besser zu geeignet, Kapitalismus selbst zu kritisieren. Da gibt es sehr tolle Menschen, die da sehr tolle Sachen machen. Ich gehe bewusst in den Rahmen rein und schaue, was man da drin trotzdem noch so sagen kann. Ja, ich bin Kazatzi, viele kennen mich, glaube ich. Ich mache so Projekte, wie dass ich bei den freien Softwarefreunden bin, bei CSHerd bin und ja, hier im CCC, Himmel, Herald-Koordination, Stage-Manager-Koordination, so ein Zeugs halt, C3 News Show, habt ihr mal, vielleicht schon mal gesehen oder so. Hüpf hier ab und an mal rum. Im Leben da draußen heiße ich Eva Stöwe. Ich habe 6 Semester Jura studiert an der Uni Universität zu Köln und anschließend Informatik an der Universität Bonn. Wenn man sich da mit diesen beiden Themen beschäftigt, bei der Informatik kennen wir das sehr gut, da gibt es ein Ja und Nein, ein True und False typischerweise, mit dem wir dann relativ viel arbeiten. Bei der Jura ist das nicht so, da ist die Wahrheit etwas schwammiger, die muss man da teilweise auch finden und bekommt ein bisschen was auch tatsächlich an die Hand gelegt, wie man denn vielleicht dahin kommt. Ob das nun die Tools sind, die man jetzt unbedingt immer nutzen muss, sei mal dahingestellt. Aber ich habe tatsächlich auch ein Seminar gemacht, also hatte ein Thema dabei zu dem Thema Wahrheitsbegriff im Strafrecht und mein Thema war tatsächlich so eine Art Fuzzy-Wahrheit. Hätte vielleicht auch hierher gepasst, aber das ist jetzt nicht das Thema, zu dem ich gehen will, aber das wollte ich auch mal erwähnt haben. Ich arbeite aber jetzt als IT-Consultant, Senior-Consultant im Output-Management, spielt hier relativ wenig eine Rolle, hat mit dem Talk nichts zu tun. Er hat vielleicht damit etwas zu tun, dass ich ein bisschen was mal in die Blockchain-Szene reingelinst habe und deswegen so ein bisschen was Input bekommen habe. Disclaimer wieder, was ich nicht studiert habe, ist so etwas wie BWL, VWL, Soziologie, Philosophie oder irgendwie sowas in der Art. Kein Hintergrund bei mir. Ich bin da fachfremd und erzähle trotzdem etwas und wenn jemand mehr zu den Themen weiß, haltet bitte demnächst solche Talks, weil ich finde die spannend. Dafür habe ich aber in der Schule aufgepasst und wie gesagt, so ein bisschen was aus der Kryptoszene mitgenommen, so ein bisschen was Ideen, die dir da halt mitbringen und mit diesem Hintergrund, was ich da aufgegriffen habe über wirtschaftliche Ideen und ähnliches, kann ich halt so ein bisschen was anders reflektieren, was da draußen so in der Welt passiert. Dazu hatte ich dann auch bei der GPN einen Talk gehalten, einen Blockchain-Talk zum Thema nachher auch mit Geld und was ist Geld und auch was ist Geld im normalen Leben. Und am Ende dieses Talks gab es eine schöne Fragerunde und da ist mir die Frage gestellt worden, warum sagt dann Lindner immer, dass es zu teuer ist, wenn wir Schulden für Kinder oder Bildung aufnehmen? Ja, gute Frage. Weiß ich auch nicht, warum er das erzählt. Müsste man ihn jetzt fragen. Aber das nehme ich jetzt mal zum Anlass, ein bisschen was dahin zu gehen. Das Interessante in diesem Kontext finde ich, jetzt für uns ist jetzt ein bisschen was nur so dieses Geld und Finanzen und sonst so langweilige Themen, die uns in der IT so alle so überhaupt nicht interessieren oder in der Chaos-Szene, sondern was für hier zu der MRMCD passt, ist jetzt eigentlich die Frage, wie wird eigentlich von Lindner und anderen das entsprechend begründet, was sind so die Modelle, die sie halt uns bringen, Erklärungsmodelle oder Argumentationsmodelle und warum wird das dann halt geglaubt, was sie dann einfach sagen. In die Richtung wollte ich mal so ein bisschen was vorgehen und ein bisschen was das gegen Realitätscheck vielleicht noch da reinschmeißen. Also die Aussage war, dass es zu teuer wäre
Und da könnte man ja so Kriterien mal bringen, so von wegen, wir begründen das mal mit, was sind die Kosten für die Schulden, die man jetzt aufnehmen müsste, um Bildung zu bezahlen, oder was wäre der Profit, den man da rausholen könnte, und das irgendwie gegeneinander stellen oder sonst irgendetwas. Das ist aber nicht die Begründung, die wir dann aus dem Finanzministerium oder sonst irgendwo gehört haben, sondern mehr so etwas wie, mit den Schulden verbauen wir der Jugend die Zukunft, oder verfassungswidrig, weil wir haben eine Schuldenbremse. Oder zuletzt auch irgendwas mit Migranten und Alleinerziehende und sonst irgendwas. Zu dem Punkt komme ich später. Ich würde jetzt erstmal zu dieser Schuldenbremse ein bisschen was gehen, weil das ist ein schönes Beispiel, wie man diese ganzen Themen komplex ein bisschen was angehen kann und vor allem die Begründungen schön aufzeigen kann. Zur Erinnerung, wir haben eine Schuldenbremse in Deutschland, wir haben auch eine Schuldenbremse in der EU. Um die geht es jetzt nicht. Es geht darum in Deutschland, dass die staatliche Neuverschuldung da verboten ist und für den Bund maximal 0,3% des Bruttoinlandproduktes betreffen darf, also dessen, was wir so alle erwirtschaften in Deutschland oder die Firmen oder sowas in der Art. Es gibt aber auch Ausnahmen, und zwar für Naturkatastrophen und für Wirtschaftskrisen, und dann gibt es noch so ein bisschen was konjunkturelle Anpassungsdinge, dass halt in die eine Richtung was mehr erlaubt ist und die andere was weniger, je nachdem, ob wir uns wirtschaftlich gerade gut oder schlecht geht, und das geht nach einer Formel. Eine Ausnahme für die Naturkatastrophe haben wir gerade gesehen, das war halt wegen Covid. Ob das nur eine Naturkatastrophe ist, kann man sich überlegen, aber damit wurde es begründet. Genau, zur Einordnung, das Ganze kommt so ein bisschen was als Folge oder im Kontext von der Finanzkrise und der folgenden Eurokrise, die so 2007 bis irgendwie so 2011 irgendwie so gewesen sind. Die Schuldenbremse wurde 2009 als Idee vorgestellt und irgendwie 2011 ist sie, glaube ich, dann in Kraft getreten oder so. Genau, da Thema könnt ihr euch anschauen. Das Ganze wurde dann unter anderem begründet von Angela Merkel 2008 in Stuttgart oder so ein bisschen was die Ideen, warum man sowas vielleicht brauchen könnte oder sowas, hat sie dann mal gesagt, dass es man hätte einfach nur die schwäbische Hausfrau fragen sollen, sie hätte uns eine Lebensweisheit gesagt, man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben. Wie gesagt, Angela Merkel hat es, glaube ich, nur einmal gesagt, fragt mich nicht, ich habe jetzt nicht nach allen ihren Zitaten gesucht, aber es ist anschließend ein geflügeltes Wort geworden, was von sehr vielen Politikern und ja, Wirtschaftsmenschen aufgegriffen wurde und immer wieder mal zitiert wird. Also die schwäbische Hausfrau ist wirklich ein Begriff, der jetzt im Raum steht. Wie ist denn so die Staatsverschuldung gewesen? Hier ist von Statista, habe ich jetzt mal mir tatsächlich hier für einen Account geklickt. Genau, hier markiert habe ich jetzt mal, gelb ist die Finanz- und Eurokrise und rot ist Covid im Prinzip. Ansonsten ist das relativ flach und abfallend sogar gewesen, sicherlich auch mit Hilfe der Schuldenbremse, aber auch davor war es relativ flach. Wir erinnern uns, wir hatten dann in den Ende 80er Jahre, 90er Jahre und Anfang der Nuller Jahre auch so ein bisschen was die Wiedervereinigungskosten und ähnliches. Das ist so der Graph, den wir haben. Bisschen interessanter ist vielleicht so, das im Verhältnis zu setzen, wie das jetzt halt mit dem die Schwankungen halt, ob es halt mehr oder weniger geworden ist. Und da sieht man, eigentlich sinkt es immer die Verschuldung, außer halt wirklich bei diesen beiden Peaks, die wir halt schon festgestellt haben, wo dann halt wirklich besondere Dinge passiert sind. Aber tendenziell haben wir eine sehr sinkende Tendenz und sogar in den letzten Jahren davor negativ. Ob das so weitergeht, kann man natürlich nicht sagen, aber das ist so von wegen, wie wichtig es ist, dass unsere Schulden in Deutschland in den Griff bekommen werden. Wenn man das mal ein bisschen was in internationalen Vergleich setzt, interessant sind ja sicherlich die EU- oder Euro-Länder. Blau ist hier die Euro-Länder, blau sind die EU-Länder und rot sind die Euro-Länder. Das hier kommt von Wikipedia, geht leider nur bis vor Covid. Und grün sind halt sind die deutschen Schulden und da sind wir deutlich halt niedriger als andere Länder. Also die Länder, mit denen wir uns wahrscheinlich am meisten vergleichen, haben einen höheren Schuldenstand als wir, zumindest vor Covid gehabt. Und jetzt muss ich das natürlich erstmal alles wieder einfinden. Aber das nur als Einordnung der Schuldenbremse sollte man vielleicht auch mal sich angeschaut haben, weil da wird sehr viel mit argumentiert und die wenigsten Leute schauen dann, was dann tatsächlich nachher passiert. Jetzt kommen wir mal zur schwäbischen Hausfrau, um die es mir dann eigentlich geht, um dieses Bild. Zum ersten Mal schwäbisch. Das Klischee, was gerne aufgegriffen wird oder hier aufgegriffen wird, ich habe ein bisschen danach gesucht. Zum einen ist natürlich urtümlich deutsch,
Und steht außerdem für penible Reinlichkeit, Fleiß und Sparsamkeit. Das sind so die typischen Klischees der Schwaben. Zur Sparsamkeit, historisch gesehen, ist das aus Armut entstanden, weil es war eine rohstoffarme Gegend und gleichzeitig eine, die nicht so eine besonders hohe Bodenqualität hatte, weswegen die Menschen da natürlich kämpfen mussten und schauen mussten, wie sie halt wirtschaftlich zurechtkommen, historisch gesehen. Daher kommt halt dann auch die Notwendigkeit, sparsam zu sein, weil man einfach nicht so viel hat und in der Gegend auch nicht so viel da ist. Ist also eine tolle deutsche Tugend, wird hier angesprochen, so die typischen deutschen Tugenden. Das sollten wir uns im Kopf behalten, was damit eigentlich so in uns losgeht, wenn halt dieses Schwäbische dann da konnotiert wird. Dann ist es eine Frau, um die es hier geht, eine schwäbische Frau. Und dann ist die Frage, warum nicht ein Schwabe? Könnte ja auch ein Handwerker, Kaufmann oder sonst irgendwas sein oder ein Hausmann. Das Bild kommt, wie gesagt, von Angela Merkel. Sie ist halt sicherlich auch weiblich, soweit ich weiß. Wurde aber größtenteils von Männern anschließend kolportiert und wieder fortgetragen, dieses Bild. Und dann frage ich mich, warum das Bild so dann eingeschlagen ist und wieder kolportiert worden ist, wo dann halt die Frau genommen worden ist. Könnte sein, dass es irgendwie so ein bisschen was Konnotation harmlos, naiv, rein oder sonst irgendwas wird halt gerne damit auch irgendwie reingenommen. Würde ich sagen, spielt ein bisschen was in diesen Begriff mit rein, der so ein bisschen unterbewusst dann auch damit reinkommt. Aber insbesondere geht es darum, dass wir hier eine Hausfrau auch nochmal haben, die interessanterweise als Hausfrau natürlich nicht berufstätig ist und kein eigenes Einkommen hat und die wirtschaftet dann halt mit kleiner Münze und kleinem Geld. Was ich mich dann aber frage: Wie häufig lassen sich Politiker gerne von so Hausfrauen, die halt ja wirtschaftlich nichts tun, beraten in dem, was sie tun sollten, so die Wirtschaftspolitiker? Ich glaube, normalerweise würden die sagen, ja, das ist so nicht so der Rat, den wir jetzt irgendwie hören wollen. Wir wollen lieber an irgendwelche Leute, die irgendwas mit Wirtschaft machen oder halt im Beruf stehen oder einen Laden führen halt haben. Genau, was können wir denn von der schwäbischen Hausfrau denn so lernen? Die Assoziationskette, die wir jetzt hier gehabt haben, ist so in etwa, wir wollen tugendhafte deutsche Wissen halt, das ist das, was so uns in den Kopf gelegt wird, dass man nicht dauerhaft über das Verhältnis leben kann. Und das impliziert, dass Schulden moralisch verwerflich sind, was auch in dem Wort Schuld im Deutschen halt auch irgendwie ein bisschen was aufgegriffen werden kann. In anderen Ländern haben wir sowas wie Guilt und Debt im Englischen, aber im Deutschen ist das der gleiche Wortstamm. Deswegen wir in Deutschland sehr gerne das irgendwie entsprechend auch mit wirklich einer Schuldigkeit oder sowas. Ja, natürlich ist man schuldig gegenüber dem Gläubiger, aber einer generellen Schuldhaftigkeit des Menschen halt assoziieren. Sehr viele Menschen tun das und das ist unterschwellig in der deutschen Debatte immer sehr gerne mit Schulden verknüpft. Und diese Assoziationskette läuft bei uns dann im Kopf ab, wenn wir derartige Bilder haben. Das Muster, was wir in dieser ganzen Argumentation hier haben mit der schwäbischen Hausfrau und ähnliches, die hat halt gesagt, wir dürfen nicht schulden und so, ist halt, dass wir total auf Klischees bauen, sowohl auf das Klischee von Frauen als auch das schwäbische Klischee und Hausfrauen und alles. Das ist ein großes Bild, was da aufgebaut wird. Relevant ist die Herkunft. Relevant ist aber auch halt, dass es eine Frau ist, also misogyne Tendenzen, wie gesagt, nicht unbedingt von Angela Merkel, aber von denen, die es aufgegriffen haben, würde ich da teilweise schon unterstellen. Und es ist definitiv populistisch, weil es hier um eine ganze Reihe Bilder, die im Kopf angestoßen werden, geht und nicht um Fakten. Weil das halt irgendwelche Leute eventuell mal irgendwas denken oder wissen, ist jetzt nicht wirklich ein Fakt, der begründen sollte, warum wir eine Schuldenbremse brauchen. Es sind sicherlich auch andere Sachen gemacht worden, aber das ist halt ein Bild, was sehr, sehr groß durch die Medien gewesen ist und mit dem halt ganz viel argumentiert wurde. Mir geht es genau darum, diese Bilder halt aufzugreifen und aufzuzeigen, aber ich würde trotzdem jetzt auch mal zeigen wollen, was ist eigentlich so die Realität der schwäbischen Hausfrau oder einer Hausfrau, weil das ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt, mal drauf zu schauen. Tatsächlich kennen sich Frauen oder Hausfrauen sehr gut mit Preisen aus und sie müssen mit ganz vielem kleinen Geld und sowas haushalten, müssen ganz viel rechnen und schauen tatsächlich, wo es halt das Günstigste gibt und ähnliches, sind insofern auch sparsam, weil sie halt einen begrenzten Betrag halt haben. Für die großen Beträge, wenn sie dann in einer Beziehung leben, ist dann häufig die Partner zuständig und diese größeren Beträge wird typischerweise halt dann eher so von Männern oder ähnliches halt auch entschieden. Wie gesagt, wir reden hier von einer Hausfrauensituation und nicht von unbedingt einer total gleichberechtigten Beziehung, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist dieses Klischee, was wir dann halt wiederum aufgreifen und uns anschauen.
Genau, ich will jetzt hier keiner Person irgendwas unterstellen. Es geht halt, wir arbeiten hier mit Klischees und schauen uns halt an, was dann da tatsächlich passiert. Aber diese Hausfrau, die da angesprochen ist, bei der wäre das tendenziell so. Dann mal die Frage, weil das ist das, worum es hier eigentlich ja auch ein bisschen was geht mit dem Klischee, was ist mit Sparen und mit Schulden? Wofür würde die Hausfrau sparen? Würde sie für Urlaub sparen oder Alter, Rente oder Versorgung von Kindern oder für ein Erbe oder sowas in der Art? Typischerweise von dem Haushaltsgeld würde wahrscheinlich nicht groß für einen Urlaub gespart werden oder ähnliches oder ähnliche Konsumsachen. Dafür ist typischerweise das Haushaltsgeld, was eine Hausfrau zur Verfügung hat, nicht ausreichend. Das würde typischerweise dann eher aus anderen Quellen halt dann angespart werden oder zur Seite gelegt werden. Natürlich würde eventuell was fürs Alter zur Seite gelegt werden, wenn dann was übrig bleiben würde, wahrscheinlich aber auch nicht unbedingt. Möglicherweise ja, dann für die Versorgung von Kindern wäre sicherlich was zurückgelegt werden würde, typischerweise, weil ja, das muss typischerweise auch vom Haushaltsgeld abgedeckt werden, was für die Kinder halt da ist. Erbe, gut, wenn es halt geht. Also typischerweise würde was gespart werden für Kinder oder Zukunft. Schulden aufgenommen werden würde, ja, wird das für einen Fernseher, Auto oder Urlaub? Würde ich mal sagen, auch eher nicht. Dann vielleicht aber für einen Hausbau, weil auch wieder, wir nehmen das Klischee wieder auf, schwäbisch, schönes Klischee, schaffe Häusle baue, typisch schwäbisches Klischee. Also ja, Schulden werden nicht nur im Schwabenland durchaus sehr häufig von Privatpersonen für Eigentum, Wohneigentum aufgenommen. Das kennen wir alle und eventuell wird es auch nochmal vielleicht mal irgendwas in Kinderbildung und sonst irgendwas investiert, aber dieses klassische, die tugendhafte Hausfrau würde dann wahrscheinlich eher dann Schulden aufnehmen für den Hausbau oder ähnliches, auch wieder für die Zukunft. Wenn man jetzt diese Hausfrau fragen würde, lohnt es sich für Kinder zu verzichten und zu sparen oder würde es sich lohnen, irgendwo was zu leihen und vielleicht später irgendwie da abzuzahlen oder sowas, also Schulden, Kredit aufzunehmen? Ich würde vermuten, die Antwort wäre, wofür sonst? Das geht ein bisschen nach vor. Ja, genau, Entschuldigung, ich habe gerade technisch schon mal was gemacht, da. Ah, okay. Danke. Okay, also die Antwort wäre tendenziell ja. Also wenn die Hausfrau, unsere tugendhafte Hausfrau, dann was sparen würde oder investieren würde, wäre das, glaube ich, tendenziell für Kinder. Meine Vermutung. Kann auch anders sein, aber wieder in dem Klischee-Rahmen gedacht. Ja, wofür sonst? Könnte aber beispielsweise auch sein, dass sie ein Restaurant aufmachen wollen würde oder so etwas, also eine Firma gründen würde. Bisher hatten wir das Bild der Hausfrau, die hatte kein eigenes Einkommen, hatte deswegen nur einen fixen kleinen Betrag zur Verfügung, den sie vom Partner oder vom Staat bekommen hat oder so. Und das war der limitierende Faktor für alles, was sie getan hat wirtschaftlich. Wenn sie jetzt aber eine eigene Firma gründet, ein eigenes Unternehmen, dann hat sie eigene Einnahmen und hat natürlich auch was höhere Kosten und muss natürlich in einem deutlich größeren Rahmen wirtschaften, als sie es bisher getan hat. Ja, bei Unternehmen, wenn man was gründen will, hat man erstmal irgendwas angespart. Das ist dann so das Eigenkapital. Mit dem versucht man dann was zu tun und möglichst gut zu wirtschaften, weil es ist ja auch begrenzt und man will was da rausholen. Wenn man dann irgendwelche Gewinne dann reinholt, dann reinvestiert man sie typischerweise. Dann wächst das Kapital halt irgendwie nach und nach an, weil man möchte ja dann auch mehr machen können auf Dauer. Das reicht aber oft nicht. Deswegen wird sehr häufig dann ein Kredit aufgenommen, der dann wieder für das Unternehmen halt genommen wird, um da rein zu investieren und was auch immer dann mit angeschafft wird, was weiß ich, in dem Restaurant vielleicht irgendeine große Spülküche oder sowas in der Art oder irgendwelche Herde oder sonst irgendwas oder Töpfe, was auch immer oder eine schöne Ausstattung für den Gastraum, wird dann auch Teil des Unternehmens und das, was dann über die Schulden finanziert wird, ist dann Kapital, was dann irgendwie dann, also das wird dann nachher Teil des Unternehmens, was auch immer damit geholt wird, also auch die Geräte. Vielleicht habe ich nachher noch Zeit, auf diesen Punkt einzugehen, warum ich den eingebracht habe. Genau, aber das ist so normal im Wirtschaftsleben. Normal ist, dass man dann irgendwann einen Kredit aufnimmt, um was weiter bauen zu können. Ja. Also nochmal, Schulden sind Investitionen, dann werden für Investitionen verwendet im Wirtschaftsleben und sie helfen Unternehmen zu wachsen und sie gehören typischerweise dazu, in der Gründungsphase sehr häufig, aber auch später, wenn man Geschäftserweiterungen macht oder
was auch immer, halt mal einen größeren Batzen halt reinholen will, um dann nachher sich größer bewegen zu können. Was auch immer das dann für das jeweilige Unternehmen ist. Und solange das im Rahmen ist, bekommt man den Kredit halt auch von den Banken, sonst typischerweise vielleicht eher auch nicht. Und das Ziel ist, dass dann nachher die Rendite positiv ist. Ja, und solange halt die Rendite auch positiv ist, ist auch das, was gutes Wirtschaftsleben halt auch ausmacht. Und es ist tatsächlich der Normalzustand. Es ist das, was halt Unternehmen halt machen. Jedes große Unternehmen hat Schulden irgendwo, weil das gehört dazu. Das heißt nicht unbedingt, dass sie mehr Schulden haben, als sie das aufgenommen haben, aber sie machen Schulden. Also jedes Unternehmen, was relevant ist irgendwo, ja, ganz kleine Buden wahrscheinlich nicht, aber größere Unternehmen haben Schulden und das, ja, sie leben also auf Dauer über ihre Verhältnisse, wenn man das mal so sagen kann, weil es ist das, was ihnen nicht gehört, sondern was von anderen halt reinkommt. Und deswegen kann man vielleicht mal diesen Satz so ein bisschen was in Frage stellen, ob das denn das ist, was tatsächlich diese Lebensweisheit ist, die man hat. Lebensweisheit, die man aus dem Wirtschaftsleben dann vielleicht rausnimmt, ist nicht die, die wir zu Hause im kleinen Haushalt haben. Aber selbst da nehmen wir für Hauseigentum durchaus auch Schulden immer auf und zahlen über 20, 30 Jahre oder so etwas ab. Das ist die Realität in unserer Welt, dass man das tut. Und das ist irgendwo über die Verhältnisse leben, also Schulden aufnehmen, allerdings natürlich in einem Rahmen, die man bedienen da kann, die Schulden. Genau, also Schulden für Investitionen, also in die Zukunft, sind üblich, zahlen sich halt oft aus, in welcher Form auch immer, und sind von Konsumschulden, wie halt dem Fernseher, dem Urlaub oder sowas zu trennen. Was aber halt dieser schöne schwäbische Satz da mit der schwäbischen Hausfrau impliziert, ist im Prinzip, dass wir uns um diese Konsumschulden drehen, dass es sich halt um die über die Verhältnisse leben, bedeutet irgendwie so, ja, wir verscherbeln das halt irgendwie. Ist. Aber eigentlich, was wir halt typischerweise eigentlich so bei der Schuldenbremse tendenziell eher betrachten, sind Investitionen, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich das, worum es sich hier drehen sollte. Und deswegen ist das Bild hier, finde ich, auch ziemlich falsch. Jetzt können wir uns mal, habe ich schon gerade angedeutet, ein bisschen was schauen, wie das Ganze bei einem Staat dann halt wäre, was denn da so passiert. Ja, Staaten funktionieren ein bisschen was so genauso, wie wir jetzt halt das Ganze schon so grob beschrieben haben, nur ein bisschen was ganz anders, weil, Spoiler, wir haben in Deutschland einen Studiengang, der heißt BWL und wir haben einen Studiengang, der heißt VWL, also Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Ich glaube, die Universitäten haben sich etwas dabei gedacht. Und das sollte man vielleicht auch mal so sich im Kopf sinken lassen, weil es wird immer wieder betriebswirtschaftlich argumentiert, wenn es eigentlich um volkswirtschaftliche Vorgänge gehen würde. Ich habe weder noch studiert, ich kann nicht ganz genau sagen, wo die Grenzen und sonst irgendwas sind, aber viele Argumentationen so von wegen, ja, das weiß man doch von, wie eine Firma geführt wird, ist ein bisschen was anders, kann man nicht direkt übertragen. Was man übertragen, so anschauen kann, ist, dass es Einnahmen und Ausgaben natürlich gibt. Die Einnahmen von einem Staat sind primär Steuern, Gebühren, Zölle oder sowas in der Art. Und zwar auf den Verbrauch von Gütern, Nutzen von Rechten, Einkommen, Gewinne und sonst irgendwelche solche Dinge. Also im Prinzip wirtschaftliche Aktivitäten der Bevölkerung oder des Staates, also der Akteure halt im Staat, die wir halt hier haben. Also unser wirtschaftliches Agieren führt zu Steuern beim Staat, führt zu Einnahmen. Alles, was wir hier irgendwie tun, führt dazu, dass der Staat halt davon profitiert. Desto mehr wir tun, desto höhere Einnahmen hat der Staat. Wofür verwenden wir die Einnahmen dann typischerweise? Also Schulen, Straßen, Infrastruktur, Internet, vielleicht auch irgendwie Sozialleistungen, Polizei, Militär, Krankenhäuser, Strominfrastruktur, was auch immer. Was davon wirklich sinnvoll oder gewünscht ist, ist je nach Theorie, den man jetzt anhängt, vielleicht ein bisschen was unterschiedlich. Die Libertären sehen das sicherlich ein bisschen was anders als sehr Linke oder sonst irgendwas. Aber all diese Bereiche sind von vielen Leuten tendenziell akzeptiert, also von auch vielen Theorien. Es gibt da nichts, worauf sich alle einigen können, aber über vieles sind halt sehr viele Übereinstimmungen da. In der Mitte habe ich irgendwo mal Sozialleistungen stehen, die würde ich noch mal ein bisschen was herausnehmen, weil bis zum Existenzminimum ist das bei uns in Deutschland durch das Verfassungsgericht mehrfach geklärt, ist das eine Pflicht, die das der Staat halt zu leisten hat, dass im Zweifel, wenn sich Menschen nicht selbst das Existenzminimum irgendwie erarbeiten können, was beispielsweise für Kinder gilt, dass das Existenzminimum dann vom Staat auch gesichert sein muss. Das ist also etwas, was halt definitiv in Deutschland
dazu gehört. Also nicht alles, was der Staat Menschen zahlt als Sozialleistung, aber zumindest die Basis, die muss vom Staat im Zweifel gezahlt werden, wenn der Mensch nicht selbst dazu in der Lage ist. Genau, diese Ausgaben, die wir uns gerade angeschaut haben, induzieren aber interessanterweise jedes Mal, wenn sie gemacht werden, oder fast jedes Mal, wenn sie gemacht werden, wiederum Einnahmen beim Staat. Wenn der Staat irgendjemanden beispielsweise durch Sozialleistungen Geld gibt, gibt dieser Mensch dieses Geld anschließend typischerweise wieder aus und dann sind Verbrauchsteuern, die anfallen, einmal direkt. Und das Geld kommt dann woanders hin und wer das dann auch immer bekommt, der hat dann vielleicht wieder Einkommenssteuern zu zahlen und. Also da fallen dann immer wieder Steuern bei raus, dadurch, dass etwas abgeben. Vielleicht nicht unbedingt zu dem gleichen Betrag, aber es kommen dann auch immer wieder Einkommenssteuern oder Steuern da raus. Das Gleiche ist, wenn wir in die Infrastruktur investieren, wenn plötzlich eine Straße irgendwo da ist oder eine Bahnlinie oder ein Stromnetz oder was auch immer oder das Internet plötzlich da ist, dann können plötzlich Leute etwas tun, können da langfahren, können Sachen liefern, können den Strom nutzen, können was auch immer tun. Sie werden befähigt, wirtschaftlich aktiv zu werden. Und das ist das, was halt sich nachher auch auszahlt und weswegen überhaupt in einem Land halt viel gemacht werden kann. Ich glaube, das haben wir alle mittlerweile mitbekommen, dass relativ viel ja über die Infrastruktur bei uns in Deutschland diskutiert wird, gerade auch mit Strom und Ähnliches. Aber erst das befähigt überhaupt ganz viele Leute, wirtschaftlich aktiv zu werden. Und das induziert dann eben wieder die wirtschaftliche Aktivität und damit halt wieder Steuern und Einnahmen für den Staat. Das Gleiche ist, wenn halt irgendwie sonstige Rechte befähigt werden, also irgendwelche Befähigungen oder halt Bildung gemacht wird oder. Auch das befähigt Leute, irgendwie was zu tun. Also die Ausgaben vom Staat induzieren eigentlich fast immer, dass dann Einnahmen wieder beim Staat reinkommen. Also ein bisschen, es gibt auch da die Unterscheidung zwischen konsumtiven, also konsumierenden Ausgaben, das sind so mehr die Sozialleistungen, die gezahlt werden, und ein paar andere, nur so als Beispiel, und vor allem ganz reinen, klaren Investitionen. Und das ist typischerweise Infrastruktur und Bildung. Ja, so viel zur Theorie so in die Richtung. Dann mal ein bisschen was überlegen, was ist eigentlich unser Kapital, was Deutschland so hat. Haben wir groß viel Rohstoffe? Ja, wir haben noch so ein bisschen das Kohle, an der wir noch ran rumbuddeln. Ansonsten sicherlich auch ein paar Erze und keine Ahnung was, aber im Großen und Ganzen dann nicht so wirklich viel. Haben wir groß viel Landwirtschaft? Ja, wir haben definitiv auch Land- und Forstwirtschaft. Ich habe da mal bei Statista so nachgefragt, das sind so die ganzen, was die Wertschöpfungsbereiche, Wirtschaftsgebiete, die wir halt in Deutschland so haben. Ihr könnt das wahrscheinlich nicht alles im Detail lesen. Der unterste Punkt ist Land- und Forstwirtschaft. Also das andere sind so die verschiedene Dienstleistungsbereiche oder halt auch Industrie oder sonst irgendwas. Also das, was da so draußen so im Land so aus dem Boden kommt, ist jetzt nicht so wirklich das, was in Deutschland so groß die Wirtschaft so bestimmt. Dafür mehr halt alles Mögliche, was wir wissen und können. Und wenn wir da rein halt investieren, dass wir halt Wissen und Können fördern, dann investieren wir halt in das, was unsere Wirtschaft ausmacht und investieren somit in unsere Zukunft. Insbesondere bei einer alternden Gesellschaft, die wir jetzt haben, dürfte eigentlich fast jeder mitbekommen haben. Wir haben so ein paar Babyboomer gehabt und die gehen jetzt so nach und nach dann irgendwann doch so ins Rentenalter über. Und wir haben danach nicht mehr ganz so viele, deswegen heißen die ja Babyboomer und die anderen nicht. Und da fehlen uns halt so ein bisschen was die Menschen, die dann kommen, um halt die ganzen Rentner dann ihren verdienten Lebensabend mitzufinanzieren. Und das meine ich jetzt nicht böse oder sowas in der Art, sondern das ist halt ein Fakt. Ja, und wenn wir jetzt ein bisschen was in Bildung gehen, dann greifen wir auch gleich den Fachkräftemangel an, den wir halt auch haben. Wir haben halt nicht nur, dass wir relativ wenig Menschen halt nachkommend haben, sondern auch halt, dass bestimmte Berufe, die dringend gesucht werden, halt sehr wenig Leute können oder viel zu wenig Leute können. Das ist für uns toll, weil in der IT ist das so tendenziell der Fall. Freut uns hier, aber für die Wirtschaft ist das vielleicht nicht so ganz so gut. Und wenn der Wirtschaft nicht gut geht, dann könnte es auch irgendwann negative Folgen für uns haben, es sei denn, wir gehen ins Ausland. Genau, aber wenn der Staat halt Interesse hat daran, die Fachkräfte zu halten oder zu fördern, dann ist es einfacher, die schon da sind oder die Menschen, die schon da sind, zu Fachkräften zu machen, als sich von außen halt welche reinzutun, holen. Insbesondere da das ja auch immer noch ganz viele politische Diskussionen mit sich führt. Aber auch das ist halt einfach mit Aufwand verbunden und die da sind, da hat man dann die Wahl, man steckt da halt Bildung rein und hat dann eventuell Fachkräfte am Ende, die dann höhere Einkommen halt bekommen und dadurch halt Steuern zahlen.
Oder alternativ, man tut das nicht, dann hat man Menschen, die da sind und Sozialleistungen eventuell bekommen. Insofern, die würden dann kosten, während die, die halt dann nachher schön ausgebildet sind, dem Staat halt mehr Einkommen bringen. Also das ist so eigentlich Win-Win auf zwei Seiten, wenn man halt in die Bildung der eigenen Bevölkerung investiert. Tatsächlich gibt es auch eine Bildungsrendite. Nagel ich mich bitte jetzt nicht auf alle Begriffe im Detail fest, aber was ich gefunden habe, ist, dass die OECD halt mal so festgestellt hat, dass die Bildungsrendite in Deutschland irgendwie über 6-10% ist, was typischerweise über Renditen ist, die es auf dem Kapitalmarkt so zu bekommen gibt. Das heißt, es lohnt sich halt auch da im Zweifel halt Kapital aufzunehmen, um dann halt diese schönen Renditen halt rauszuholen. Sie sind leider etwas verzögert, bis sie da sind. Leider halt nicht innerhalb einer Legislaturperiode, aber es zahlt sich halt sehr stark aus. Ich habe woanders auch schon mal deutlich höhere Zahlen noch gehört, die habe ich aber nicht gefunden, deswegen habe ich die jetzt hier nicht zitiert. Ich habe aber auch noch gefunden, das Deutsche Institut für Wirtschafts-irgendwas, DIW, Entschuldigung, ich bin kein Fachmensch, hat halt auch nochmal eine Berechnung gemacht, eine relativ breite Berechnung und da auch noch das Arbeitslosenrisiko, also irgendwo auch das Armutsrisiko mit reinkalkuliert und die haben festgestellt, dass durchschnittlich 1-3 Prozentpunkte mehr Bildungsrendite sie gefunden haben, als ursprünglich erwartet. Und das insbesondere dort, wo das Arbeitslosenrisiko besonders hoch gewesen ist. Das heißt, gerade da, wo die Leute eventuell halt nicht mehr so ganz so gut halt auf den Arbeitsmarkt passen, mit Bildung reinzugehen oder halt auch da, wo sie halt noch nicht im Arbeitsmarkt sind, weil sie halt noch nicht so viel Bildung haben, lohnt es sich besonders mit Bildung rein zu investieren. Im Osten interessanterweise nochmal besonders bei Frauen, das ist im Westen aber nicht ganz so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Also Bildung, ökonomisch gesehen, lohnt sich. So, und was haben wir denn so heute noch so, was da so noch erzählt wird? Zurück zu Lindner. Der argumentiert so ein bisschen, dass Geld für Autobahnen, Ausbau, super. Autosubventionen, ja, wollen wir weiterhaben. Ehegattensplittung, yay, wollen wir auch weiterhaben. Steuersenkungen, ganz dringend notwendig, weil unsere Wirtschaft, wir müssen die Wirtschaft fördern, weil wir sind da so gerade, wirtschaftlich ist gerade so schwierig. Deswegen müssen wir die Steuern senken, weil für die Wirtschaft das halt sonst ein bisschen was gefährlich wird. Auf der anderen Seite gibt es weniger Geld, als viele sagen, das notwendig ist für die Bahn oder für Digitales, für Klima oder entsprechende Transformationen, für Bildung, wobei, oder halt ähnliches, ist halt auch nicht so wirklich viel vom Finanzministerium zu bekommen und bei den Renten will er jetzt auch nicht hinterhergehen, hat er ja gerade noch gesagt, es soll nicht noch eine weitere Sozialsache halt kommen in Deutschland und die Kindergrundsicherung, da gab es ja diesen schönen Streit mit Frau Pau. Da gehen wir gleich noch ein bisschen was näher rein, aber ein Argument, was da dann halt immer wieder kommt, ist Schuldenbremse, verfassungswidrig, Grundgesetz. Das dürfen wir ja gar nicht. Wir müssen ja aufpassen, dass wir halt da die Schulden nicht halt irgendwie, ne? Bis zum gewissen Punkt, aber kann man vielleicht mal genauer hinschauen. Genau, also wir schauen mal das Argument der Wirtschaftslage an, was ja gebracht wird, warum wir Steuern senken und so müssen bei der Wirtschaft. Der Hintergrund ist, dass wir tatsächlich in Deutschland jetzt eine Rezession haben. Also das ist nicht mehr aufstrebend, sondern abstrebend. So, wir verlieren ein bisschen was. Und das ist nicht gut. Dem stimme ich zu. Also so, wie es jetzt ist. Also so prinzipiell, so von der Idee her. Und das Ganze liegt an ganz vielen Standortproblemen, die identifiziert werden von allen möglichen Institutionen und so etwas. Und eigentlich auch von der Wirtschaft und überall. Unter anderem halt, dass wir so eine überbordende Bürokratie haben. Entschuldigung, nicht Demokratie, sondern Bürokratie. Mit der Demokratie sind die meisten tatsächlich einverstanden, die Wirtschaftsaktiven. Also die Bürokratie und dann insbesondere die fehlende Digitalisierung in Deutschland, von der wir, glaube ich, genügend hier wissen, hier im Raum. Genau, dann aber auch sowas wie Stromkosten, Energieumbau, der passieren muss und ähnliches. Also diese ganzen Themen, Klimaumbauten und ähnliches, was eine hohe Welle ist, was sehr viele Investitionen in der Wirtschaft auch benötigen wird und da sicherlich auch ein paar Unternehmen sehr fordern wird. Das ist so. Manche sind da schon ein bisschen was weiter, andere
ist es vielleicht nicht so teuer, aber für manche ist es halt sehr fordernd. Und dann außerdem als weiterer Punkt, der immer wieder angeführt wird, ist besagter Fachkräftemangel und die alternde Gesellschaft. Das sind Probleme, die wir auf Deutschland halt speziell halt zukommen haben. Wir haben natürlich auch weltweite Probleme, die halt auch nochmal sind, sowas wie Klimawandel und Ukraine-Krise, China, was auch immer. Aber diese ersten Punkte sind halt welche, die relativ speziell in Deutschland halt jetzt erstmal sich niederschlagen. Genau, und da kommt halt das Argument her, dass wir da die Wirtschaft fördern müssen. Das sollen andere beurteilen, da will ich mich nicht einmischen, darum geht es hier in dem Talk nicht. Aber das ist halt so der Rahmen, in dem wir uns hier befinden. Dann aber zum Argument Schuldenbremse. Ich habe nochmal die Folie von vorhin halt zur Schuldenbremse hier hervorgeholt. Da gab es einen Punkt, nämlich diese Ausnahmen für Wirtschaftskrisen. Da muss halt die Schuldenbremse, darf dafür ausgesetzt werden. Und wann ist eine Wirtschaftskrise da, wenn nicht, wenn man eine Rezession hat? Sorry, aber was ist die Definition von Wirtschaftskrise, wenn nicht, da ist eine Rezession? Also, wir dürfen sie jetzt aussetzen, aber Lindner besteht darauf, dass wir jetzt halt unbedingt wieder die Schuldenbremse reinziehen, weil blöd halt ohne oder so, keine Ahnung. Aber es ist ja, verdammt nochmal, wir drohen in der Wirtschaftskrise abzudriften und die Ausnahme wird nicht gezogen. Sie ist explizit da reingeschrieben worden für Situationen wie jetzt, weil da im Zweifel halt auch investiert werden muss. Ich weiß nicht wie viel, aber dann zu sagen, nee, wir können nicht investieren, weil wir haben die Schuldenbremse, ja, aber ja, finde ich halt ein bisschen schwierig. Ja, gut. Wir könnten also die Schuldenbremse nochmal sagen, wir heben die was auf, wir sind vorsichtig, aber wir dürfen halt im Zweifel halt auch da ein bisschen was reingehen. Zumindest, ich bin wie gesagt nicht vom Fach, aber für mich sieht das halt so aus, als könnte man da ein bisschen was vorsichtiger sein. Zurück zur Kindergrundsicherung, um die es mir ja halt in dem Ursprungszitat halt irgendwo auch gegangen ist. Es geht bei der Kindergrundsicherung um die Sicherung des Existenzminimums von Kindern, also Menschen, die nicht selbst wirtschaftlich groß agieren können und dürfen. Ja, und das ist, wie wir gesehen haben oder schon erwähnt haben, eine Kernaufgabe des Staates. Wie gesagt, da gibt es auch diverse Entscheidungen schon und das ist, alles andere wäre halt verfassungswidrig und das wird abgeleitet aus dem Artikel 1 Grundgesetz der Menschenwürde. Ja, und das ist nicht ein nice to have, das ist auch keine Ausnahmeregelung für wenn man mal Geld hätte, sondern das ist etwas, was immer zu gelten hat. So, das sind so diese beiden verfassungsrechtlichen Dinge, die man da mal gegenüberstellen kann. Die Schuldenbremse, ja, es steht auch im Grundgesetz mittlerweile, aber die hat halt diese Ausnahmemöglichkeit, die Menschenwürde nicht. Ja. Dann noch mal ein bisschen was zu Lindner. Ich möchte ihn jetzt nicht immer alleine als Buhmann hinstellen. Es ist definitiv nicht nur Lindner, der agiert, aber bei den Sachen, die jetzt noch kommen, ist es Lindner, der agiert oder agiert hat. Ja, es ist, man kann schön auf ihn draufbügeln, aber wie gesagt, es ist halt nicht nur er und das ist auch wichtig, dass es nicht nur diese eine Person ist, die so argumentiert, sondern dass das eine Argumentationswolke ist, eine Argumentationsart, die von mehreren Leuten dort gerne genutzt wird. Aber wie gesagt, jetzt nochmal zu Lindner, auch wieder im Kontext von der Kindergrundsicherung hat er ein Zitat gegeben, Kinderarmut betrifft auch vor allem Familien, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert sind. Und es wäre ja diskussionswürdig, eventuell besser in Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern und Ähnliches zu investieren und die Schulen besser auszustatten, sodass die Kinder dann halt irgendwann mal das dann können, was ihre Eltern halt nicht können oder so. Oder die Eltern für sie nicht leisten können oder sowas. Parallel hat er die Gelder für Sprachkurse reduziert vom Bund. Genau, das haben tatsächlich auch einige Kommentatoren in den Medien gefunden und gesehen und auch kommentiert. Da kann man sich auch noch mal ein bisschen was schlau lesen. Die sind sicherlich fitter da drin als ich. Die beschäftigen sich nämlich tagtäglich mit so etwas und werden dafür bezahlt. Ich nicht. Nichtsdestotrotz, ja, es ist sicherlich diskussionswürdig, derartige Förderungen zu machen. Sehe ich auch. Würde ich auch gern befürworten. Aber das wäre Aufgabe der Länder jetzt erstmal primär. Die sind von der Schuldengrenze, da. Die dürfen halt gar nicht über die Grenze rausgehen, während der Bund halt rübergehen darf. Also wobei jetzt halt die Schuldenbremse, ja, egal. Aber auf jeden Fall müssten die halt auch irgendwo hier Geld bekommen.
Und das wäre halt hilfreich, wenn der Bund dann ein bisschen was helfen würde. In manchen Bereichen ist es ein bisschen schwierig, aber generell könnte er im Zweifel dafür sorgen, dass da vielleicht weitere Geldquellen dafür kämen oder sowas in der Art. Das passiert aber nicht. Aber selbst wenn wir jetzt ganz viel Geld in die Hand nehmen würden, um alle möglichen Leute halt zu befähigen und Schulen besser auszustatten, die jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Reformen sehen wie blöd, aber halt nicht viel Geld, sondern nur Reformen. Ja, bis wir dann halt darüber die Eltern soweit haben, dass sie bessere Jobs haben, dass sie halt was besser verdienen, dass dann halt genügend Geld in den Familien ist, dass die Kinder nicht mehr arm sind, das dauert. Oder dass die Kinder halt selbst dann irgendwas gelernt haben und dann irgendwann so alt sind, dass sie halt selbst einen Job haben und dann halt nicht mehr arm sind. Selbst wenn wir halt die entsprechende Bildung zur Verfügung stellen würden, würde dauern. Und zwar einige Jahre. Und es ist irgendwie nicht wirklich fair, die Kinder, die halt nichts dafür können, egal ob sie jetzt irgendwie hergereist sind oder nicht hergereist sind, wie das so schön heißt, ob sie von hierher kommen, hier groß geworden sind, die Kinder können da nichts für, die haben das alles nicht mitentschieden. Diese Kinder so lange in Armut zu lassen, nur weil eventuell irgendwann mal ihre Eltern oder sie selbst reicher sein könnten, ist eigentlich nichts, was irgendwie so okay ist. Also denen müsste man, glaube ich, dann doch eigentlich, bis sie so weit enabled sind, dann doch vielleicht das Geld geben, dass sie leben können. Genau, dann hat Lindner auch noch jetzt was weiteres gesagt, relativ die letzte Woche, deswegen habe ich meinen Talk so ein bisschen was da sehr stark auf ein paar Medien ausrichten dürfen. Er beklagt auch die Tatsache, dass die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden im vergangenen Jahrzehnt trotz des Ausbaus der Kinderbetreuungsinfrastruktur zurückgegangen ist. Es geht hier jetzt also plötzlich um Alleinerziehende. Genau, die arbeiten nicht mehr so viel und deswegen sind sie böse und deswegen, das ist der Grund, warum die arm sind und die Kinder arm sind und überhaupt. Ich finde das ein bisschen was schwierig, vor allem, wenn wir vorhin mal wieder gesehen haben, die schwäbische Hausfrau, die war ja auch nicht berufstätig. Aber okay, das haben auch tatsächlich in den letzten Tagen ein paar Medien aufgegriffen. Da möchte ich verweisen, weil ich jetzt im Detail nicht die Zeit habe, tatsächlich auf die Zeit, das Blatt, die Zeit, die hat einen schönen Artikel gebracht, Lindners Welt, beziehungsweise ist ein Kommentar, aber da wird auch aufgezeigt, dass halt tatsächlich die Aussage von Lindner falsch ist, dass nicht die Erwerbsbeteiligung der Alleinerziehenden zurückgegangen ist, außer innerhalb der letzten 10 Jahre, außer halt zwischendurch in der Corona-Zeit, wo halt diese ganzen von Lindner schön angesprochenen Kinderbetreuungsinfrastrukturen geschlossen gewesen sind und auch viele Jobs weggefallen sind. Das kann man da gut nachlesen und auch der Spiegel hat jetzt auch was gebracht, auch schlägt in die gleiche Kerbe, kann man sich schön anschauen. Da ist es im Detail nochmal aufgedröselt. Aber das Muster ist das gleiche, wie wir schon gesehen haben. Es wird mit Klischees gearbeitet, es wird mit einzelnen Gruppen, die herausgegriffen werden, es wird teilweise wieder die Herkunft genommen, es wird wieder misogyn auf frauenspezifische oder sehr viel frauenbetreffende Themen halt geschaut, es wird auf die herabgeschaut und halt gesagt, ja, die sind halt zu faul oder sowas. In dem Fall tatsächlich ziemlich explizit dieser Vorwurf und wieder populistisch mit Bildern statt Fakten gearbeitet. Wie gesagt, Zeit und Spiegel haben das in dem Fall widerlegt. Es gibt definitiv sicherlich noch mehr Beispiele. Ich habe auch von anderen Nachrichten was gesehen, also von anderen Blättern und Medien. Das sind die ich jetzt gefunden habe, also heraussuchen konnte. Und hier kommt halt nochmal das Ausspielen von zwei oder mehreren armutsgefährdeten Gruppen gegeneinander da auch nochmal rein, weil auch noch teilweise jetzt argumentiert wird, auch ein schönes Argument in dem Kontext immer, ja, aber wer arbeitet, soll ja dann halt auch was. Ja, die arbeitende Bevölkerung, also die im Niedriglohnbereich sind, aber arbeiten, die bekommen die Kindergrundsicherung im Zweifel auch. Aber es werden die gegeneinander ausgespielt, so von wegen, ja, die sollen immer mehr haben. So von wegen, die einen bekommen das ja einfach so und die ja nicht, doch, ihr bekommt das auch. Also es ist halt ziemlich unfair, dass hier halt immer wieder versucht wird, arme Gruppen gegen arme Gruppen auszuspielen, anstatt zu schauen, wo denn das Geld eigentlich wäre und da vielleicht mal hinzugehen. Oder halt zu schauen, dass wir halt irgendwie an mehr Geld rankommen oder ähnliches. Das sind aber so typische Muster und auf diese Muster wollte ich hinweisen. Das ist so mein Ziel gewesen. Es geht mir nicht darum zu kommunizieren, dass Schulden jetzt immer super wären. Das sehe ich nicht. Mit Schulden soll man vorsichtig umgehen, definitiv. Aber mir geht es darum, halt vor allem diese Argumentationsmuster halt hervorzuheben und dieses Verschieben von Bildern halt und dieses, was bei unserem Kopf halt ausgelöst wird. Und dass das immer wieder genommen wird, statt mit Fakten, mit Zahlen zu argumentieren. Die zieht man nämlich dann von entsprechenden Akteuren ganz selten. Genau. Und gerade wenn es um Geld geht, schauen wir nämlich gerne weg.
Dabei geht es eigentlich nicht nur in dem Fall um Geld, sondern um unsere Zukunft. Danke, das war es erstmal von meiner Seite und Fragen, Diskussionen. Ja, vielen Dank. Hat sich gelohnt, heute Morgen aufzustehen. Danke. Du hast am Anfang dieses Beispiel mit der schwäbischen Hausfrau gesagt, das findest du gar nicht so gut. Ehrlich gesagt, wenn ich irgendwie Geld unterbringen hätte, ich vertraue der Hausfrau mehr als dem durchschnittlichen Politiker, damit umzugehen. Vielleicht ein anderes Thema, leider. Aber das mit dem Hausbauen, da hast du gesagt, wenn ich ein Haus baue, dann lebe ich über meine Verhältnisse, wenn ich einen Kredit aufnehme. Das sehe ich ganz anders. Also ich nehme einen Kredit auf, weil ich glaube, den abzubezahlen. Ja. Ich bin 25, ich nehme einen Kredit über eine 500.000 auf. Vor der Rente habe ich ihn abgezahlt und meine Rente ist zumindest im Teil gesichert. Genau. So, das ist ganz kurz, nicht über meinen Verhältnissen. Wenn ich eine Villa kaufe, dann lebe ich über meinen Verhältnissen. Ja. Von daher sehe ich genau diese Investitionen und Schulden aufnehmen, wie bei Bildung, Infrastruktur und sonstigen, genau, wie du das dargestellt hast eigentlich. Ja, wobei halt eben auch da, das wird ja dagegen argumentiert, Schulden aufnehmen, weil das können wir uns nicht leisten. Das ist insbesondere zu einer Zeit gewesen, wo wir auch noch Negativzinsen hatten, wo es sich gelohnt hat, Schulden aufzunehmen, weil man dann tatsächlich auch noch Geld rausbekommt. Ist jetzt nicht mehr der Fall, aber das ist da halt gewesen. Nur, es ging halt einfach darum, dass dagegen diese Argumente gekommen sind, gegen Schulden aufnehmen. So, und natürlich ist gesagt worden, wir wollen halt einfach nicht zu viel bedienen müssen, ja, aber das, was da gewesen ist, konnte Deutschland zu dem Zeitpunkt bedienen und auch perspektivisch wahrscheinlich bedienen, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, die können das auch bedienen. Also insofern ja, sehe ich so, nur man muss dann halt auch bei beiden Seiten halt mit diesem Maß messen, kann ich es bedienen und profitiere ich davon oder halt nicht. Und das ist halt das, wo es halt die Schieflage gegeben ist. Ich sehe es auch so, ja, es ist voll gut, im Zweifel sinnvoll halt im Zweifel auch zu machen. Ob das im jeweiligen Einzelfall sinnvoll ist oder nicht, muss man halt schauen. Aber deswegen sage ich ja auch, Schulden sehe ich nicht speziell als unbedingt negativ an. Ja. So, nächste Frage, Sekunde bitte. Kurze Fragen, kurze Antworten, bitte. Nicht fallen. Funktioniert das auch? Genau. Entschuldigung, ganz Audio-Team. Ja, also ich habe jetzt den Anfang vom Vortrag verpasst, aber Frage zum Anfang von diesem Narrativ. Ist die Geschichte von Margaret Thatcher und der Kindergrundsicherung in Form von Schulmilch zur Sprache gekommen? Nein. Etwas, was jeder sich selbst noch erarbeiten kann, wie auch ein paar andere Hinweise. Also das Thema kann man weit in die Breite gehen. Leider ist es selbst für eine Stunde halt ein bisschen was eng, aber ich hoffe, ich habe ein bisschen was unterbringen können. Aber danke für den Tipp, werde ich mir anschauen. Weitere Fragen? Schaut nicht so aus. Du hast die erfolgreich alle niedergeredet. Nein. Oder eingeschläfert, genau. Nein, sind alle wach, sind alle, schaut an, schon alle aufmerksam her. Ja. Gut, dann will ich sagen, vielen, vielen Dank, Herr Cazzazzi, und nochmal einen großen Applaus. Danke.